So, wir schauen uns einmal die Bedienung vom HTC One S genauer an. Der Akku ist bereits eingebaut, musste ich nicht einsetzen. Hier gehört eine Micro-SIM-Karte ein. Die technischen Daten habe ich euch bereits genannt im ersten Teil unseres Videotests. Jetzt schalte ich das Gerät einmal an. Hier oben ist der Anschalter. So, dann gibt es hier schon ein haptisches Feedback und ihr habt natürlich auch den Klang eben gehört. Was haben wir hier für ein Display? Ein 4,3 Zoll Display, das ist eine Diagonale von 10,92 cm. Das ist ein Super AMOLED Display und ihr habt gesehen, das Gerät ist sehr, sehr schnell hochgefahren. Die Auflösung ist 960x540 Pixel, wir haben 16,7 Millionen Farben und das Betriebssystem ist Android 4.0 Ice Cream Sandwich, ein 1,5 GHz Dual Core Prozessor und ja, schauen wir uns das Ganze einmal genauer an. Hier haben wir einmal diesen Ring, das ist unser Lockscreen, wie ihr sehen könnt, das heißt, wir können hier auch sagen, wir wollen die Kamera direkt öffnen. Nein, so funktioniert das nicht, da müsst ihr nämlich die Kamera hier reinziehen. So, dann kommt ihr direkt zum Kameramodus oder ihr zieht das Ganze einfach hoch, dann kommt ihr eigentlich zum Homescreen, jetzt war ja die Kamera schon hochgefahren. So sieht das Ganze aus, wie bei den anderen HTC One Geräten auch. Der Hintergrund sieht sehr schön aus. Hier in 3D animiert könnt ihr quasi über die einzelnen Screens wischen und das funktioniert eigentlich sehr flüssig, wie ihr sehen könnt. Ja, manchmal ruckelt es vielleicht ein ganz bisschen, aber eigentlich ist es relativ flüssig und ich muss sagen, das fühlt sich gut an. Also die Bedienung ist schon mal super und das Display sieht auch toll aus. Also die Auflösung, die Farben werden gut dargestellt und der Hintergrund hier mit, wie gesagt, Ice Cream Sandwich. Schauen wir uns einmal ganz kurz die Shortcuts an hier unten. Die könnt ihr natürlich beliebig verändern, aber erstmal ist hier natürlich eingestellt das Telefon, wie ihr sehen könnt. Da habt ihr das Ziffernblatt jetzt und eure Kontakte hier, beziehungsweise könnt ihr auch so durchwischen, so wie ihr sehen könnt eigentlich, genau, so. Dann habt ihr hier Gruppen, die ihr einstellen könnt und hier Anrufslisten. Dann haben wir hier Nachrichten, beziehungsweise E-Mails wären das. Ist halt die Frage, nicht jeder hat seine E-Mails hier bei den Shortcuts, weil die frage ich auf dem Smartphone dann doch nicht so oft ab. Dann habt ihr hier SMS. So, und keine Nachrichten gefunden. Wie man eine Nachricht schreibt, zeige ich gleich. Und hier die Kamera, da waren wir eben schon. Hier unten drei Touch-Buttons und da einmal der Zurückfall, der jetzt anders aussieht bei diesen Geräten, aber auch ein sehr schönes Design hat. Dann haben wir hier den Home-Button, beziehungsweise kommt ihr da zur Übersicht eurer Screens, wenn ihr da einmal drauf drückt und so immer wieder zu einem Homescreen zurück, so wie ihr sehen könnt. Und dann habt ihr hier euren Taskmanager. Alle Apps, die ihr geöffnet habt, werden hier angezeigt. Und die könnt ihr dann einfach hochziehen, um sie zu beenden. Was jetzt fehlt, ist dieser Optionenknopf bzw. Einstellungsknopf. Und den habt ihr zum Beispiel, wenn ihr bei Nachrichten guckt, hier oben. Diese drei Punkte übereinander. Hier habt ihr dann Einstellungen und Optionen, die ihr vornehmen könnt. Ja, soviel erstmal dazu. Schauen wir nochmal ganz kurz bei den Einstellungen, welche Version von Android wir jetzt tatsächlich hier drauf haben. Da geht ihr hier unten auf Info. So, und dann seht ihr hier Software-Updates und so weiter und so fort. Und dann geht ihr hier einmal auf Software-Informationen und dann seht ihr hier Android-Version 4.0.3. HTC Sense-Version ist hier 4.0, Software-Nummer und so weiter und so fort. Ja, so viel erstmal dazu. Ihr könnt natürlich hier einmal auch mit Pinch-to-Zoom rauszoomen und dann bekommt ihr eine Übersicht über all eure Homescreens. Hier auf Feld hinzufügen drücken, um ein weiteres Feld hinzuzufügen. Wenn ihr sagt, diesen Screen möchte ich löschen, könnt ihr ihn einfach hier entfernen, hier auf Plus wieder hinzufügen, aber das ist die maximale Anzahl, deswegen ging das eben nicht. Einmal kurz drauf gedrückt, dann kommt ihr dahin. So, und wie könnt ihr das Ganze hier individualisieren? Wenn ihr sagt, dieses Widget möchte ich gar nicht, könnt ihr es hier oben bearbeiten, hier rechts löschen, leuchtet dann grün oder rot auf. Lange drauf gedrückt und hier bekommt ihr eine Übersicht über eure Widgets. Hier könnt ihr eure Apps auswählen und hier Verknüpfungen und dann könnt ihr sagen, ich möchte zum Beispiel, ja, wählen wir mal irgendein Widget hier aus, Fotoalbum, zack, und dann kommt das dahin, beziehungsweise könnt ihr dann erstmal sagen, welche Fotos überhaupt, alle Fotos und so weiter und so fort. So, und jetzt sollte das hier kommen, wie ihr sehen könnt. Ja, hier ist es auch sehr schön animiert, wie ihr sehen könnt, also es sieht einfach toll aus und könnt hier durch eure Fotos quasi wischen. Das sind jetzt Bilder, die natürlich bereits drauf gewesen sind, beziehungsweise Hintergrundbilder. Ja, ihr habt gesehen, ihr könnt Ordner anordnen, Widgets, Apps und so weiter. Ihr könnt natürlich auch direkt in eure Apps gehen, lange drauf drücken, zack, und hinten ablegen.
Wenn ihr hier nochmal bei den Apps schaut, dann haben wir hier auch eine Übersicht, alle Apps. Und da schauen wir mal ganz kurz, was wir hier haben. Wir haben hier zum Beispiel Aufgaben, Alben, Aktien, Dropbox, habe ich ja gesagt, ist drauf, Einstellungen. Friendstream habt ihr hier, dann habt ihr Kalender. Schauen wir uns den mal an, wie der aussieht. So. Das ist euer Kalender, dann könnt ihr hier Tag auswählen, Termine und so weiter und so fort. Gehen wir mal auf zurück. Latitude, Kontakte, Mail habe ich schon gezeigt, Google Maps, Navigation, PDF-Viewer, um euch PDF anzuschauen, Notizen, Places habt ihr hier, Taschenlampe ist schon drauf, so ein paar Spiele, Task Manager und WLAN-Hotspot, YouTube. Häufig habt ihr hier, so, und dann Downloads einfach nochmal extra sortiert, was einfach super ist. Hier der Play Store, aber ihr könnt auch einfach hier oben, also ganz rechts sind die Optionen, wieder Apps verwalten, Registerkarten und so weiter, und dann hier ist der Play Store und dann kommt ihr einfach direkt dahin. Könnt euch Spiele herunterladen, Apps herunterladen, kostenpflichtig oder kostenlos. Noch einmal kurz zurück, die Notification Bar hatte ich euch vorhin noch nicht gezeigt. Hier ist jetzt gerade keine SIM-Karte drin, ansonsten werden hier zum Beispiel Benachrichtigungen angezeigt, SMS, WhatsApp, Downloads und so weiter und so fort. Könnt ihr euch anzeigen lassen, hinspringen oder direkt entfernen, also löschen. Und testen wir einmal kurz die Tastatur, indem wir hier auf neue Nachricht drücken, damit ihr einmal gesehen habt, wie die aussieht. Empfänger hinzufügen und hier schreibt man dann Hallo, wie, und hier unten habt ihr immer die Autokorrektur, wie ihr sehen könnt, wie geht's dir. Erkennt auch so Abkürzungen, ich schreibe ja fast immer denselben Text. Hallo, wie geht's dir heute? So, ich habe mich verzippt, aber der findet heute wollen. Hat er auch gefunden, wir, ich tippe ganz schnell. Was machen, hab mich vertippt, wie ihr sehen könnt, und hier könnt ihr dann das Richtige auswählen. Sonderzeichen hinterlegt, 5 und andere Zeichen, Umlaute und so weiter. Hier zum Beispiel Ö, ein bisschen weit weg, ist ein bisschen blöd. Ansonsten hier die Sprache, Spracheingabe, dann habt ihr hier Sonderzeichen nochmal extra, die ihr aufrufen könnt. 2 verschiedene plus Smileys, A, B, C, D, E, F, G steht hier, oder 1, 2 Raute, also A, B, C, D, A, B, C, Leertaste, löschen, Enter, Tastatur wegmachen, Spracheingabe, beziehungsweise Sprache verändern, lange drauf gedrückt, Spracheingabe. Hallo, wie geht es dir? Was machst du heute so? So. Wollen wir uns treffen? Treffen. Löschen. Ne, da müsst ihr so auf Löschen gehen. Ja, aber ihr seht, funktioniert super, wenn ihr richtig faul seid, beziehungsweise wenn ihr ganz schnell was machen wollt, dann, also eintippen wollt, dann ist das auf jeden Fall eine gute Alternative. Also manchmal erkennt ja so ein Gerät nicht so gut die Sprachsteuerung, aber das funktioniert hier eigentlich super. Da müsst ihr natürlich laut und deutlich reden, wie ihr sehen könnt, weil wenn ich so schnell vor mich hin nusche und so ganz schnell rede, dann erkennt natürlich das Gerät nicht genau, was ich rede, wie ihr sehen könnt, sondern irgendwelche Wörter. Aber es funktioniert sonst ganz super. So. So viel erstmal zur Grundeinstellung, also die wesentlichen Bedienungsmöglichkeiten habt ihr jetzt gesehen, kennt ihr auch bereits, individualisieren könnt ihr das Gerät, wie ihr wollt, ihr könnt, habt viele Apps, könnt viel herunterladen, es funktioniert sehr flüssig, Widgets könnt ihr löschen und verschieben und so weiter und so fort. Ich zeige euch in dem weiteren Teil unseres Videotests die Internetfunktion, diese 8-Megapixel-Kamera, LED-Licht haben wir hier, wie ihr sehen könnt, und mache im Multimedia-Video einmal einen Soundtest, beziehungsweise zeige euch Spiele und einen Benchmark-Test.